Ja, willkommen, mein Name ist Danny Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ja, ihr kennt den Drill. Finaler Boss. Level 40. Alle Fertigkeiten. Rein da. Ja. So, gut. Ja. Ich habe wieder alle Fertigkeiten, mich auf Level 40 hochgelevelt. Haben wir schon zweimal gesehen. Bedarf keine Erklärung, ne? Und ich habe nicht dieses schwarze Schlüsselschwert hier ausgerüstet, sondern die ja erweiterte Version von Terras Anfangsschlüsselschwert. Und ja, wir sehen uns jetzt diese Szene noch mal an, und zwar zum letzten Mal dieses Mal, weil dreimal ist ja, finde ich, auch genug. Da kommt wieder Aqua mit den schlechten Nachrichten. Was könnten die wohl sein? I was told the master was struck down. God damn you, Mark Hamill. Ah ja, ich werde natürlich hier ein bisschen drüber quatschen, weil das haben wir schon zweimal gesehen mit zwei verschiedenen Charakteren. Die einzige Veränderung, die wir sehen, ist nachdem, ihr wisst schon, ja, Ventus von Xehanort hier in die Mangel genommen wird, Aqua ihn auffängt. Wir wissen ja bis jetzt noch nicht, was mit Terra passiert ist. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Ah. Wir nähern uns langsam so richtig dem Finale des Spiels. Also im echten Finale. Ich will astray. Aber no more. Danach kommen nur noch die ganzen finalen, optionalen Bosse, die ich so spontan immer irgendwie so reinpacke irgendwo. Weil ich mittlerweile auch mit Dream Drop Distance langsam anfangen möchte. Hätte ich von jedem Charakter zwei Parts hochgeladen pro Tag, ne? Wenn wir mit jedem in einer Woche schon durch. Verdammt. Bei Terra habe ich das jetzt nur gemacht und ich bin in einer Woche durch gewesen. Ich glaube, ich habe Montag angefangen. Wir haben jetzt Samstag. Am Sonntag wird dieser Party auch online gehen. Also ja. Wir wissen mal schon alles. Scares me to death. Even just the thought of it. Ich soll mal meinen Controller einstecken. Jetzt kommt im Finalkampf wieder so eine blöde Meldung und so. I may have to fight Vanitas after all. Ja, wie hast du? If I do, guys, I want you to. The three of us can never be torn apart, alright? I'll always find a way. Aquas und Ventus. Die Story ist ein bisschen miteinander verknüpft. Besonders am Ende. Terra ist ein vollkommen anderer Weg gegangen. Just put an end to me. Nein. Jetzt werden wir dem da ein Ende bereiten. Ja, den da. Den sein Freund auch. Also richtig Bam gemacht, verstehst du? Behold. Ich genieße trotzdem jede einzelne Performance von Meister Xehanort. United with the hearts of their masters. Jede einzelne Szene, die da vorkommt. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged. Ich glaube, der Synchronsprecher ist schon verstorben. Ja. Countless keyblade wielders. Schade, finde. All in search of. Was soll man machen? Ich glaube, der japanische Synchronsprecher auch. And it will soon belong to me. Keyblade.
Und dann beginnt der finale Kampf erneut. Wir stürmen wieder erneut nach vorne. Kann schon nichts. Aua. Schief gehen. Kann so ein alter Mann nur so badass aussehen. Mal ganz ehrlich. Aber wir wurden ja immer von Terra getrennt in den anderen beiden Stories am Ende. Vanitas war unten bei Ventus und Aqua. Also müsste Terra ja bei Xehanort sein, ne? Wir so weit denken. Wird sogar der erste. Das Schlüsselschwert der Terra jetzt hat sie fast so aus, weil wie sein erstes. Und die anderen beiden Charaktere tragen sowieso immer die gleichen Schlüsselschwerter, die sie am Anfang haben. Also passt halt irgendwie so. Zack. Da hat er ihn schon wieder gefangen. Ist er wieder fallen. Da geht ein Stück von seinem Schlüsselschwert kaputt. Und sein Helm jetzt auch auf einmal ab. Ben, are you okay? Wo ich glaube, die Schlüsselschwerter sind hier schon fixiert, sag ich mal. Ist egal, welches wir ausgerüstet haben. Ich glaube, die Szene ist immer unverändert. Ja, welche Schüsse man hat. So. Im Gegensatz zu Ventus und Aquas Story hört nicht die Musik hier auf. Jetzt sehen wir endlich, was mit Terra passiert. Da kämpft sich natürlich Meister Xehanort vor. Währenddessen müsste unten Aqua gegen Break kämpfen. Ja, gucken, wie schwer der Kampf wird. Journey you could make over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong, Terra. Oh, ich liebe diese ganzen Szenen von Terra. My friend, Ben. Ich hab's ja schon mal gesagt, Terra ist meine Lieblingsstory von allen, besonders das Ende. Freue mich echt, das wieder zu spielen. Ventus never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Ich genieße einfach jede Szene mit Xehanort. Ich finde seine Performance als Bösewicht. Keine Ahnung, für mich ist Xehanort die Definition eines Bösewichtes. Man hat doch irgendwie alles, was ein Bösewicht braucht. Besiege Vanitas und Xehanort. Du, Vanitas, geh aus dem Weg. Au. Ich hoffe natürlich Xehanort vor, hallo. Oh ja. Da wollte ich nicht. Er macht gar nichts hier. Der chillt einfach nur. Komm her.
Mir egal, was die das auf mich drauf haut. Alter, gebracht. Es wäre leichter, auf Vanitas loszugehen, aber wir müssen uns hier Meister Seher noch vorknöpfen, hallo? Der ist für alles hier verantwortlich. Ja. Das ist der letzte Abschlusskommando von Terra. Aber damit werden wir aber nichts erreichen, habe ich das Gefühl. Ja, alter Mann. So, komm her. Weil er wollte mich auch zerschlitzen. Du tust halt nur mit einem Arm abwehren, ey. Wir reden hier über Terra, ne? Wird einfach so einen Schlag von Terra mit einem Arm ab. Ja, und da kämpft, wo er streckt Vanitas Aqua nieder. Ich kenne die ganzen Szenen in- und auswendig vom Finale. Wieso anstrengen hier nicht die ganzen Worte alle auf zu sagen? Yes, boy, that's it. More! Let your whole heart blacken with anger! Genau, hat dich doch Aqua gewarnt. Xehanort will die Dunkelheit in dir füttern. Was machst du? Du rastest schon wieder aus und gibst ja Dunkelheit her. Sehr gut gemacht, Terra. Oh mein Gott. Er macht aber euch jeden Fehler, den er machen kann. In dieser Story. Besiege Xehanort. Oh Mann. Nee, nochmal fahre ich nicht darauf rein. Ich kann auch beben. Oh, ich bin fast tot. Also ich bin nicht fast tot, aber. Komm her. Alles ist voll dunkel bei ihm. Was fatal ist. Oh ja. Hier mache ich so einen riesigen Schaden. Er lässt sich irgendwie nur verprügeln, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Ja. Ja, du bist langsam? Okay. Ich war schneller. Ja, da kommt der Wirbelsturm von Schlüsselschwertern. Einfach umgerannt. Komm her. Jetzt ich aber echt verprügeln, ja, habe ich das Gefühl. Wurf. Du lachst. Da wollte ich gar nicht einsetzen. Ja, aber nicht viel angefangen. Kann das sein? Wurf. Was? Was meinst du mit, du hast gewonnen? Ja. Auch nicht mehr so fit, oder? Mit dem Alter. Oh Mann.
Wir wissen, was das ist, oder? There. You see? The keyblade has been forged. Then. And now, Terra, it is time for the final union. What? At last, our moment is here. Out with the old and brittle vessel, and in with a younger, stronger new one. Okay, das ist nicht gut. Stell dich so hin. And be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! Das war's mit Xehanort. Aber was ist mit Terra? This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Die exakten Worte, die Ansem auch im finalen Kampf in Kingdom Hearts 1 sagte. Ja, die Pose kennen wir doch. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist? Und dieses Lied kennen wir auch. Diese Rüstung, das Schwert. Der verweilende Wille aus Kingdom Hearts 2. Und so wurde er der stärkste optionale Boss in Kingdom Hearts geworden. Egal was für ein Schlüsselschwert wir ausgerüstet hätten, wir hätten so oder so dieses Schwert jetzt ausgerüstet gehabt. Nun ja. Besiege Xehanort, der Terras Korb übernommen hat. Wir kämpfen gegen uns selber. Geil, oder? Oh Gott. Kann ich auch. Der Kampf könnte ein bisschen schwieriger werden, habe ich gerade festgestellt. Ich glaube, ich habe sogar LP-Blocken. Ja, und sobald man von dem Angriff getroffen wird, ist man einmal gefangen, leider. Ich wollte es unbedingt wissen. Ja, komm her. Ich habe übrigens bewusst einige gleiche Angriffe wie er reingenommen. Wie zum Beispiel den hier. Komm her. Oh Mann, aua, aua. Ja, kann ich auch. Nein, geh weg. Aha. Kann ich auch. Na, das ist ja, weiß nicht, wie der Kommandostil heißt. Ja, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist Xehanort einfach nur in deinem jüngeren Körper
wahrscheinlich mächtiger als je zuvor. Also heftig, ne? Sehr dort war schon so stark genug. Ja, ich glaube, da sollte ich vielleicht ausweichen. Stand off, okay. Ich tue ein bisschen rumalbern, ich weiß. Ja, er kann sich auch heilen. Er kann sogar kontern. Das können wir auch. Boah, ich liebe diesen Kampf. Ich tue ein bisschen genießen, tut mir leid. Ich meine, ich versuche schon zu gewinnen, aber... Soll ich den Angriff ausweichen? Er hat zwar wieder geheilt. Ja, ich glaube, der kann nur ausweichen jetzt, ne? Ist das? Ich glaube, Dunkelheit gegen den einzusetzen ist vielleicht nicht so klug, aber was soll's. Hat schon wieder ein. Oh, ich bin ausgewichen, oder? Nö. Ja, das könnte doof werden. Besonders wenn er zweimal hintereinander einsetzt. Ich den Angriff ausweiche. Er hat schon wieder hat eingesetzt, ey. So, ich mach das mal, damit ich... Er lässt es sogar treffen, geil. Komm her! Sehr gut. Oh, der Kampf ist so awesome. Allerdings gibt es noch einen besseren Kampf. Xehanort spricht Nummer 11. Nun ja. Weimar Cape. Das haben sie, glaube ich, nur gemacht, damit er so aussieht wie der Boss aus Kingdom Hearts 2. Ich glaube, die wollten auch original Capes den ganzen Charakteren ein Cape geben, aber waren irgendwie zu schwer zu programmieren, irgendwie. Für das Kampfsystem und all sowas. Und ja, hier ist die riesige Explosion natürlich, die Ventus, Aqua und Mickey weggerafft hat. Was ist mit Terra? Terras Wille bleibt bestehen. Gebunden an diesen Ort.
Boah, ich krieg mal jetzt hier immer eine Gänsehaut. Aqua. Then. One day. I will set this right. Stille. Ja, hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Wer weiß, was Kingdom Hearts 3 bringen wird. Oh Mann. So, fassen wir zusammen. Ventus ist am Schlafen, wacht nicht auf. Terra hat seinen Körper an Xehanort verloren. Sein verbleibender Wille ist an seine Schlüsselschwertrüstung gebunden. Und Aqua, ja, ist nur als einzige übrig. Da, Mark Hamill. Haha. Und ja. Was bedeutet das für uns? Kann Aqua noch vielleicht alle retten? Passiert noch irgendwas Dramatisches? Wir haben ja noch die finale Episode. Vielleicht wird sich da alles zusammenfügen. Das werden wir aber in der nächsten Folge an und direkt sehen. Ich habe auch mit bester Charakter. Ich habe auch mit Aqua nochmal den finalen Boss gespielt, nachdem ich so Level 45 erreicht habe, damit sie, wenn ich die finale Episode starte, sie auf Level 45 ist. Nicht so auf Level 40 und so, als ich erstmal durchgespielt habe, weil ich glaube, wenn man durchspielt und einen Spielstand anlegt, dann werden all die Sachen übernommen. Ja, deswegen wird er ja angelegt, der Spielstand. Und ja, bedeutet, wenn ich den nächsten Part mit Aqua starte, welche in der finalen Episode spielbar ist, dann werden wir auf Level 45 sein, mit, ich glaube, allen Kommandos, allen Angriffs- und Magie-Kommandos. Ich glaube, mir fehlen nur so 8 Kommandos oder so allgemein. Und ja, eigentlich fast allem schon freigeschaltet. Bis auf die Mirage Arena, die noch irgendwann später kommt, weil da habe ich gegnermäßig noch nichts angefasst. Mit gar keinem Charakter. Und naja, ich habe außer die Minispiele. Ich habe da kann man auch Karambolage rennen und Kommandobrett-Minispiele machen, um sogenannte Medaillen zu bekommen, die man in Kommandos und so eintauschen kann. Und ja, die habe ich nur gemacht. Aber gegnermäßig habe ich noch nichts angefasst. Darum kümmern wir uns später. Und ja, dann heißt es wohl, in der nächsten Folge kümmern wir uns. Ja, wieder Ton einfach nur. Ja, ich bin vorsichtig bei dem Lied. Es wird, glaube ich, immer kopiergeschützt. Wieder runtergenommen. So. Terra. 66%. Ja. Ich speichere natürlich jetzt den Spielstand. Mit dem ich, weiß nicht, Terra auf, weiß nicht. Weiß gar nicht, welches Level ich hier mir vorgenommen habe. Aber da ist die letzte Episode, die ich schon mal angelegt habe. Mit Aqua, die wir auch im Let's Play gespielt haben. Nur halt auf Level 45 und mit fast allen Sachen. So, jetzt Episode freischaltet, das ist nicht wichtig. Ah, ich habe ja schon eine. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit Terra Story, der besten Story, meiner Meinung nach. Ich sag's nur immer wieder gerne. Und wir kümmern uns dann um die letzte Episode im nächsten Part. Ich würde dann sagen, den ganzen Part, dann werden wir dann die letzte Episode noch spielen.
Wenn wir so in einem Part, glaube ich, schaffen. Vielleicht ein bisschen länger, aber was soll's. Und ja, würde ich sagen, von mir war es das jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen. Wenn euch die Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch sehr weit helfen. In dem Sinne, tschüss.